Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2 Total War mit den Ägyptern. Ihr seht bereits, in dieser Runde wird es heiß dahergehen. Und wir beginnen auch gleich, nämlich mit der Eroberung der Türkei. Was heißt der Türkei? Der letzten türkischen Siedlung. Und zwei davon können wir jetzt erobern. Denn wir belagern sie schon seit über einer Runde. Und wir lassen die automatisch schlagen. 50 Leute, lässt sich verkraften. Die würde ich besetzen. Ich glaube, da wird es kulturell keine Probleme geben. Und wir wandeln sie auf jeden Fall in eine Stadt um. Ihr seht ja, das mache ich eigentlich immer. Die einzige Burg haben wir in Akkon. Wir brauchen auf jeden Fall schnell einen Imam, denn da oben haben wir einen Ketzer. Wir haben sogar zwei Ketzer. Ich glaube, hier oben war auch einer oder war das derselbe? Gut, jetzt können wir erstmal Edessa einnehmen. Das sollte noch leichter gehen. Haben trotzdem mehr Leute verloren. Und besetzen. Ja, die Beziehungen haben sich verschlechtert, das kann ich verstehen. Steuern auf niedrig, ausbauen. Ihr seht, damit sind wir eigentlich ziemlich gut gefahren. Immer Steuern auf niedrig, alles in Städte umwandeln. Also, Probleme mit dem Geld haben wir nicht. Ich glaube, wir können den eine neue Rüstung verpassen. Sultan! Naam! Leider nicht der Sarazener-Miliz. Nee, eigentlich gar keinen von den. Doch, der Wüstenkavallerie. Werden wir die noch gebrauchen? Ach, machen wir es einfach. Khwarizmi-Kavallerie. Hoher Unterhalt, aber. So, die haben wir erst. Ich muss noch ungläubige ja, in dieser töten. Runde belagert. Sultan. Ja, Sultan. Hier brauchen Eure wir einen Imam. Werden rasch fallen. Die Minen können Sie wir ausbauen. Vor euch niederknien, Sultan. Und ja, wir können uns jetzt wieder ein bisschen näher. Also in Richtung Konstantinopel marschieren. Der Spion ist auf dem Weg zur ersten Stadt der Mongolen. Einfach nur, um mal zu gucken, was die so machen. Ansonsten sind uns hier die Hände gebunden. Wir können die Kanonen hier leider nicht mehr benutzen, um Rom zu Hilfe zu eilen, weil die Papststaaten uns den Weg versperren. Wie kann ich dienen, Sultan? Na arm. Aber da haben wir eigentlich ja schon eine eigene Sultan! Wie kann ich dienen, Sultan? Eine Bombarde ausgebildet. Haben wir hier schon einen Kaufmann? Was habt ihr vor? Gucken wir mal, was er hier so verdient. 127. Okay, der ist auch gut. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, aber immerhin ist die Hauptstadt gar nicht mehr so weit entfernt. Ich glaube, es war Heraklion. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Mal sehen, wie es aussieht, wenn wir noch weiter weg sind. Allerdings wird er dann von feindlichen Kaufmännern übernommen. Ich lasse ihn erstmal hier in der Nähe, um ihn nicht zu verlieren. Gut. 127 Gulden sind ja nicht schlecht. Ich beginne neue Handelsbeziehungen. Können wir gleich noch einen rekrutieren? Wir haben ja noch einen Platz frei. Oder nee. Ein Imam natürlich. Hier ist unsere Religion noch lange nicht verbreitet. Hier auch. Hier können wir aber auf jeden Fall einen Kaufmann rekrutieren. Und Sarazener-Miliz, Imam, Kaufmann. Die Kaufmänner einfach mal so aus Spaß, weil wir brauchen kein Geld mehr. Ich bin Diener des Islam. Gut. Venedig greifen wir in der nächsten Runde an. Ich sei eine Perle des Mittelmeers. Die haben kaum mehr Truppen. Das lassen wir auch automatisch schlagen. So, wo ist unsere Flotte denn geblieben? Hier. Naam, großer Sultan. So, wir können jetzt mit denen los. Eure Befehle, mächtiger Sultan. Ein bisschen unsere Gegner nerven. Die sind verbündet. Hilft ihnen aber nichts. Leider doch. Einmal gesungen. Die Gläubigen überlassen uns das Meer. Ja, mich nervt, dass ich die dauernd reparieren muss. Ich gehe jetzt einfach weiter.
glaube, keiner hat so eine starke Flotte wie wir. Wir schaffen jeden. Neidet ihr den Feind? Ja, auf jeden Fall. Obwohl, was haben die? Kriegsgaleeren oder? Wenn ihr uns loswerden wollt, müsst ihr etwas anderes unternehmen. Einfach nur Galeere. Sind das die Schwächsten? Nee. Anscheinend auch so eine Art Kriegsgaleere. Kurs gesetzt. Inshallah. Gut, so, ich guck nochmal, was macht die... Diese Truppen hier, die schicken wir weiter. Wir haben hier gerade einen Haufen Rebellen, sehe ich gerade. Naja, typisch. Alle Leute höchst zufrieden, aber... Irgendwas gibt es immer auszusetzen. So, hier haben wir vergessen, dass wir noch weitere Tabardarier und sudanesische Schützen ausbilden können. Wir machen die Armee einfach nochmal, um... Die können wir am Ende vielleicht nochmal einsetzen. So, ich guck mal kurz, wie viele Runden sind uns eigentlich noch geblieben. Ja, 112 Runden. Wir waren, glaube ich, ziemlich schnell. Wir haben 27 Regionen. Die Mauren sind schon ausgelöscht, das müssen wir nicht mehr machen. Nur noch die Türken auslöschen. Da sind wir gerade dabei. Nee, ich brauchte, muss das nicht reparieren. Und das hier können wir ja abreißen. Naja, hätten wir nicht gemusst, aber egal. So, okay, dann beenden wir die Runde. Mal sehen, was die Venezianer tun werden. Ja, was wohl? Sie werden natürlich angreifen, ja. Die Ungläubigen warten vor unseren Toren und belagern uns, Sultan. ...65 Jahre alt. Es ist der Wille des Sultans. So, weiter. Wird mich sehen oder hören. Damaskus wächst. Wir haben jetzt, glaube ich, lauter Metropolen. Deshalb wurde repariert. Okay, wir können jetzt eine weitere Stadt einnehmen. Tiflis. Kronprinz Balbas. Okay. Und weg. Wow, 119 Leute verloren. Ein überwältigender Sieg, mein Sultan. Ritterlichkeit wahrscheinlich bekommen, ja. Wow. Wir müssen jetzt mal diesen Ketzer umlegen. Assalamu alaikum. Der hat hier ganz schön viele Imame, wenn das die Mehrzahl ist. Allahs Gnade ist nicht für Gotteslästerer. So, in eine Stadt umwandeln, das übliche halt. Fortbilden werde ich die jetzt nicht mehr, wir brauchen die nicht mehr. Es bleiben nur noch zwei Regionen der Türken, dann haben wir gewonnen. Die werden wir natürlich noch nicht einnehmen. So, was wir jetzt tun können, ist einen Ausfall wagen und unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit walten. Die Leute hier mit einer Bombarde zusammenschießen, aber zunächst werden wir Venedig erobern. Darauf freue ich mich schon. Oh, gut, da ist nichts mehr übrig geblieben, also die sind echt. Ja, Sultan, wir sind zum Angriff bereit. Und Venedig eingenommen. Alhamdulillah. Allah hat uns den Sieg geschenkt. Ich denke, oh, 45.000. Wow, also ich werde sie ausrauben. Das sollte ausreichen. Reparieren wir mal, das hier brauchen wir nicht. Die Moschee werden wir natürlich bauen. Ansonsten... Okay. So, was bleibt von den Byzantinern noch übrig? Ich glaube, drei Regionen. Naam, großer Sultan. Ah, schade. Ja, Kapitän. Oh, das ist gefährlich. Ja, Sultan. Eieiei, wenn die uns alle gleichzeitig angreifen, Befehle, mächtiger Sultan. Wird das aber gefährlich. Ich werde dann einmal versuchen, mich zurückzuziehen und dann vielleicht... So, wir können die Minen ausbauen. Ich würde sagen, wir wagen jetzt den Ausfall.
Können wir was in Neapel bauen? Ich bin Diener des Islam. Sarazenermiliz. Ansonsten nichts? Okay. Ich baue mal noch eine größere Moschee, weil wir sowieso gerade nichts zu tun haben hier. Gut. Wir wagen den Ausfall. Befehle? Und... Die Armee der Ungläubigen wird nicht überleben. Die haben hier sogar ein großes Kreuz dabei. Das gibt den Truppen Moral. Inshallah, wir werden hoffentlich alle den Sonnenuntergang erleben. Aber der Feind sicher nicht. Wir können zumindest seinen Belagerungsturm zusammenschießen. Das wird lustig. Eine sichere Festung ist unser Gott. Ein treuer Schild und eine Waffe. Die Papststaaten haben eigentlich nur noch eine Region. Also auslöschen kann ich sie ja sowieso nicht, weil sie sich dann eine Region von einem christlichen Staat krallen. Aber ich würde sie trotzdem gern schon dazu zwingen. Ja, kommt. So. Okay. Die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Nur wenn sie unsere Kanonen angreifen wollen. Dann vielleicht. Ansonsten wahrscheinlich nicht. Ich guck mal, hat er viel Kavallerie, mit der er uns... Hier hat er ein bisschen Kavallerie. Ich glaube, das sind die normalen Panzerritter, die sind schwach. Ansonsten hier natürlich seine Leibwache. Aber einen Überraschungsangriff sozusagen könnte er eigentlich nicht machen. Meinen General werde ich nicht benutzen. Die andere Kavallerie wahrscheinlich schon. Einfach nur um Leute abzufangen, falls sie die Bombarde angreifen wollen. Und wir schicken natürlich hier 4 Einheiten sollten reichen. Gut. Raus mit denen. So, was werden sie tun? Ja, sie stellen sich auf, das war abzusehen. Schickt ihr uns etwa was entgegen? Nein. Doch. Nein. Ugh. Okay. Doch, er schickt uns was entgegen. Armbrustschützen. Vielen Dank. Die können wir abfangen. So, und jetzt gucken wir mal, wie weit unsere Bombarden schießen können. Sehr schön. Die werden wir richtig umhauen. Und wie sieht's hier aus? Das sind auch noch die ganz billigen Söldner. Armbrustschützen. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Naja, wir haben aber auch die ganz billigen Reiter. Komm, wir reiten einfach mal weiter. Das sieht aus wie ein... Ja, das wird, glaube ich, so ein Kamikaze-Ausflug hier. Und, trifft er? Viel zu weit, aber von den Leibwachen haben wir einige erwischt. 10 Stück, um genau zu sein. So, zurückziehen und dann nochmal angreifen. Verflucht sei die Sonne, die auf unsere Schmach scheint. Och, kommt schon. Wir müssen das Blatt in der Schlacht wenden, oder wir werden Asche statt des Sieges schmecken. Bogenschützen? Ja, Balkan-Bogenschützen. Die sind leider verdammt ungenau. Wir müssen sofort handeln. Aber wir werden einfach... Wir werden so lange schießen, bis wir keine Munition mehr haben. So schließt sich das Tor nicht. Okay, die können nochmal raus. Volltreffer. Wow.
ziehen hier aber so einen Strahl durch, nicht so wie bei Rome, wo man so einen ganzen Block erledigt. Vielleicht treffen wir auch den Belagerungsturm. Oh, jawoll. Jetzt ist der Volltreffer. Kopf der Schlange abgeschlagen und der Schwanz weiß nicht wohin. So, jetzt sind sie wahrscheinlich nicht mehr so. Ah, jetzt schießen die wieder. Nicht mehr so selbstsicher. Ich ziele mal auf die Mitte, damit die Ungenauigkeit ein bisschen auch was bringt. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Kann die immer noch schießen? Nein, jetzt nicht mehr. So, wir schießen jetzt einfach weiter. Die meisten sind daneben. Immer noch. Ja, kommt schon. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Da wieder ein Volltreffer. Aber ich würde gerne die Infanterie besser treffen. Liegt vielleicht daran, dass wir hier ein bisschen... hier geht es ein bisschen runter. Obwohl, naja, das sollte nicht so sehr stören. So, wir gucken uns das jetzt noch wieder eine Weile an. Das sollte... Viel Munition bleibt ja dann auch nicht mehr. Okay, wir sind jetzt... wir haben leider keine Munition mehr. Ich habe mich entschieden, das ein bisschen rauszuschneiden. Das hat mir zu lange gedauert, ohne dass wir wirklich viel gesehen haben. Wir müssen jetzt die Truppen wieder reinziehen. Dann können wir die Schlacht beenden. Ja, schade. Ich konnte den Belagerungsturm nicht zerstören. Man kann leider auch nicht genau sehen... Wenn er nicht bedient wird, kann man nicht sehen, wie viel Schaden da angerichtet wurde. Ich glaube, er ist doch ein bisschen zu weit weg. Wir können generell nichts erkennen. Also keine Daten sehen. Ja, schade. Ich hätte gern mehr getötet. Aber wir können ja in der nächsten Runde nochmal rauskommen, dann haben wir wieder neue Munition. So, jetzt legt man einen Zahn zu. Ach, die Bombarden, lassen sie draußen stehen? Kleinen Moment, ich guck mal, ob ich die reinholen kann. Das ist, glaube ich, sowieso egal. Ja, okay. Keine Ahnung, warum sie die stehen gelassen haben. Das Tor muss immer geschlossen sein, damit man die Schlacht erfolgreich beenden kann. Eine Seite hat gesiegt. So, wir haben wacker gekämpft. So viel ist ja knapp 200 Leute getötet. Mehr nicht, aber das ist in Ordnung, wenn wir in der nächsten Runde wieder so viele töten. Ich glaube, viele haben auch die Reiter getötet, aber die Bombarde hat auch was erledigt. Venedig hat die Gefangenen freigelassen, wie großzügig. Ist mir doch egal. Gut, wir können gerade nichts machen, außer die Runde zu beenden. Stopp, stimmt nicht ganz. Die können wir wieder weiterschicken. Wir rücken ab, Sultan. Und welchen General nehmen wir mit? Bis zum Morgengrauen hier. Nehmen wir mal den Jüngeren. Der hat doch ein bisschen mehr Loyalität als der hier. Wird das eigentlich reichen? Obwohl, so weit schicken wir ihn ja gar nicht. Formieren uns, Sultan. Die Söldner können wir drüben rekrutieren. Sultan. Das machen wir in der nächsten Runde. Wir lagern hier bis zur Morgendämmerung. Gut. Ansonsten, Tiflis wurde... Haben wir erst in dieser Runde erobert? Okay. Es ist mir eine Ehre zu dienen. Sollen wir jetzt angreifen? Kommando hatte gar keins. Wir können uns zumindest hier... Wir können uns das ja mal hier hinstellen. Nicht tun. Vielleicht greifen sie uns an. Es tut mir leid, mein Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Andererseits, das könnten wir schaffen. Ich belagere sie einfach. Oder wir stellen uns eine Runde hier hin, dann gucken wir, was passiert. Wenn sie uns angreifen, gut. Wenn nicht, dann lassen wir es halt. Sie sind abgehauen? Die Venezianer, wieso? Hä, das verstehe ich jetzt nicht.
Wieso denn? Ich werde euch ehren. Vor allem werden die doch jetzt desertieren. Ach, klar, ich habe den General getötet. So, der wird jetzt... Der wird sich wahrscheinlich wieder dem Kreuzzug anschließen. Sonst verliert er die Truppen. Aber das gibt uns wieder ein bisschen Zeit. Ja, und in einer Runde haben wir die Kanonentürme, dann geht's richtig ab. Ich würde mal austauschen, einmal Sarazener Miliz statt... Und arabische Kavallerie. Dafür können wir die hier wegschicken oder... Oder was auch immer, wir können die auch auflösen. Sultan! Wie kann ich dienen, Sultan? Befehle? Wir nutzen die noch kurz aus und dann weg mit denen. Wo sind sie denn? Da. Die Kavallerie. Ach, wir schicken die einfach hier hin. Wir marschieren. Wir rekrutieren ja jetzt neue. Können wir noch was fortbilden? Die hier? Ja. Wie kann ich dienen, und die Bombarde, aber die ist nicht so wichtig. 29 Leute reichen auch. Das heißt, wir werden Kanonentürme haben. Oh, was ist hier los? Unwetter. Kampflos werden wir euch diese Region. Freut mich für die... Okay, wir erledigen jetzt die Flotten nacheinander. Die Flotte der Ungläubigen an. Das auf Wiedersehen. Meer gehört uns, großer Sultan. Kämpft bis zum Tod. Sieg! So, die haben wir jetzt alle erledigt. Die Flotte der Ungläubigen. Beneidet ihr den? Wir gehen jetzt nach Norden, hauen die um. Kämpft bis zum Tod. Oder die und wir alle auf dem Weg, egal. Dann können wir die, glaube ich, hier reparieren. Nicht alle, aber einige. Unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit. Die Spanier sind auch hier unterwegs. Wir wünschen euch den Tod. Wow, es Heide. Könnte sein, dass die Spanier inzwischen ziemlich stark sind, weil sie hier überall Truppen haben. Da fällt mir gerade ein, dass wir unseren Spion weiterschicken müssen. Sind die euren. Ich ja, die Mongolen haben Kiew eingenommen. Sultan. So. Dreimal Bogenschützen sollte reichen. Ich muss noch Ungläubige töten. Wir lassen die... Sultan. Ja, kleinen Moment hier. Die armenischen Bogenschützen. Wir lassen mal drei Sultan. Stück zurück. Unsere Feinde werden leiden. Das sollte reichen. Dann müssen wie wir auch... Wie kann ich dienen, Sultan? Ja, Sultan. Dann müssen wir auch keine anderen eure Bogenschützen Feinde rekrutieren. Rasch fallen. Ihre Mauern wow, das ist hier voller Ketzer. Nicht schützen, Sultan. Lasst mich für euch diese Siedlung einnehmen. Ist ja gut, jetzt halt die Fresse. Soldat, oh, meine. Was wünscht ihr? Zeigt diesen Ungläubigen keine Gnade! Gut. Also, das heißt, es bleibt nur noch eine Siedlung. Mauern einzunehmen, Soldat. Soll ich die Truppen schon hinschicken? Nee, ich schicke die Truppen noch nicht hin. So, unsere Zeit ist schon wieder knapp. Ja, edler Herr. Was machen wir denn jetzt hier? Sollen wir noch näher ran? Wenn ihr einen Kampf wollt, edler Herr. Wieso greift er nicht an? Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Ich glaube, wir greifen an in der nächsten Folge. Belagern, ja oder nein? Wir haben sehr viele... Wir könnten alles abwehren, was er uns entgegenschickt. Nee, wir greifen an. Was soll's? Wir stellen uns ihnen ehrenvoll. Wir könnten sogar jetzt. Belagern den Feind. Nein, wir belagern erstmal. Er wird uns wahrscheinlich angreifen. Die Frage ist, ob mit den Truppen oder den anderen. Es ist der Wille des Sultans. Gut. Jetzt aber. Jetzt beende ich aber endlich die Runde, weil ich habe das schon oft genug gesagt. Ja, okay. Endlich, okay. Wir müssen den paar Ketzern da nachjagen. Ich denke mal, dass die Venezianer sich jetzt wieder... Ein schrecklicher Anblick. Haben uns gerade die Türken... Ja, die Türken greifen uns an, aber ich glaube, die schaffen das nicht. Die Ungläubigen warten vor unseren Toren und die Engländer greifen uns an.
Wir können die Kanonen natürlich ein ausnutzen. Schrecklicher Anblick. Unsere Mauern ja. sind umstellt, Sultan. Okay, jetzt wird's kräftig. Kräftig krachen. So, dann würde ich damit auch die Folge beenden. Aber ihr seht, es bleibt spannend. Wir werden uns... Ja, ich werde auf jeden Fall diese Schlacht schlagen. Wir werden uns mit den Dänen kloppen, mit den Türken, mit den Engländern. Das wird hier Multikulti-Massaker. Also, ich bedanke mich wieder herzlich fürs Anschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Medieval 2 Total War mit eurem Hannibal. Tschüss!